Hallo, herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar spiele ich heute mit euch, also nicht mit euch, sondern für mich. Und zwar spielen wir heute Block Story. Ich habe mich für das Spiel entschieden, keine Ahnung. Ich feiere das Spiel halt, es kommen halt immer wieder Updates raus und bliblablub. Also ich mag das Spiel, auch wenn es sehr stark an Minecraft erinnert, aber ist klar. Ja, ich würde mal auf Spielen klicken. Mal hier. Neue Welt natürlich. Wir spielen natürlich die Geschichte, nicht Hardcore oder sowas, oder je nachdem. Kann ich das für mich benennen? Natürlich beginnen wir einen neuen Charakter natürlich. Also. Ja, dann würde ich sagen, okay, starten wir mal. Joa. Hey, Kleiner, geht's dir gut? Du siehst aus, als ob du böse gestürzt wärst. Am besten wäre es, wenn du ein bisschen herumläufst, um festzustellen, dass nichts gebrochen ist. Okay. Ja. Daily Quest. Sag dem Zauberer, dass nichts ginge kaputt, wenn man auf ihn klickt. Ja, das ist das Deutsch leider. Das ist leider das Deutsch dieses Game. Das ist noch, das hätte ich euch vorwarnen sollen, aber na gut, ich sag's jetzt mal hier. Das Deutsch dieses Game, wie ihr hier seht, das ist nicht sehr schön. Für Anfänger ist das, also für Neulinge, die das Spiel noch nie gespielt haben, ist das komisch, aber für mich, dass das Spiel schon seit Jahren spielt eigentlich, also nicht dauernd, sondern halt hin und wieder mal, das ist schon dran gewöhnt, weißt du. Genau. Ist halt ein bisschen anders wie Minecraft halt, wie ihr halt hier gesehen habt, haben wir hier eine Quest-Suche halt, in dem eine Quest halt, das ist halt der Quest-Journal. Dann Y, sind meine Erfolge, also nur für diesen Charakter, also ne, nur für diesen Charakter, den ich ja erstellt habe. Halt man diese Diamanten, gut, ich habe bis 1000, ja, ist ja, ich habe ja gespielt halt viel. Genau, kann man hier halt, genau, kann man hier Achievements halt kriegen. Genau. Mit C ist dann, gibt es dann hier Fertigkeitspunkte. Die Fertigkeitspunkte kann man mit, zum Beispiel mit Diamanten zum Beispiel zurücksetzen, nur als Beispiel mal. Hat man hier zum Beispiel, kriegt man Spielergesundheit, Spielermana zum Beispiel, Unterwasser atmen, also dass man dann halt unter Wasser atmet, klar. Denn Schwertschaden, Pfeilschaden, Bogen, Schusskraft, das heißt, wie weit der Pfeil fliegt. Auch nochmal extra unterteilt, gibt es Pistolen später, die, naja, Pistolenstärke kann man dann Magieschaden, wie zum Beispiel mit Stäben zum Beispiel, die Aufnehmentfernung, Gehgeschwindigkeit, Fluggeschwindigkeit und die Abbaugeschwindigkeit. Kann man hier alles, kriegt man hier 5 Fertigkeitspunkte, ne? Und ja, die kann man sich auch mit Diamanten hier dazu kaufen, aber das, da musst du wirklich lange spielen, bis ich das, keine Ahnung, da musst du 10.000 Stück haben und dann kannst du da welche ausgeben, aber naja, das ist das. Oben links seht ihr die Hungeranzeige. Also sie sind dargestellt in diesen Fleischstückchen. Daneben dran ist natürlich das Leben. 2 Herzchen. Kann man ja unter, wo waren das? Nachgucken. Genau, mit F kann man fliegen. Das verbraucht aber hier oben links das blaue Mana. Und da unten gibt es dann die XP-Anzeige. Darunter.
Mit Q öffne ich quasi das Inventar. Aber ja. Ja, spielen wir mal. Ich freue mich, dass du heile geblieben bist. Okay. Du musst lernen, wie man gräbt. Halte die linke Maustaste über einen Block gedrückt, um diesen zu zertrümmern. Dies ist die beste Methode, um Löcher zu graben, Tunnel zu buddeln und allgemein die Umgebung zu verändern. Joa. Was haben wir denn? Um diesen zu zertrümmern, okay. Jetzt hast du verstanden, wie die einzelnen Dinge auf der Welt funktionieren. Sei bereit für Gefahren, welche das Land betreten können. Wenn die letzten Sonnenstrahlen am Horizont untergehen, dann kannst du dir sicher sein, dass alle Arten von gefährlichen Monstern kommen werden, um nach Essen zu suchen. Du willst doch nicht als Mitternachtssnack von einem der Monster enden. Nein, das möchte ich tatsächlich nicht. Du brauchst eine Taschenlampe, okay, damit du sie bekommen siehst. Sammle ein wenig Holz und los geht's. Ja, dann machen wir das mal. Ah, ich erkläre euch das. Das wird ja im Laufe des Spiels erklärt. Ich würde mal sagen, nicht nur ein Holz, sondern ein bisschen mehr Holz, würde ich sagen. So. Musst du Stöcke aus dem Holz machen, okay. Mache Bretter aus dem Holz und verarbeite die Bretter in Stöcke, öffne dein Inventar und ziehe das Holz in einen leeren Werkzeugkasten, um zu beginnen. Werkzeugkasten, okay. Inventar mit Q, okay, jetzt ziehen wir das mal Holz hier rein. Jetzt habe ich es fallen gelassen. War nicht so schlau. Ist, glaube ich, die Quest gerade ein bisschen verbuggt, glaube ich. Ich habe die Quest ein bisschen verpackt. Ah, doch, geht jetzt. Gott sei Dank. Jetzt habe ich ja eine Questleitung übersprungen, also so einen Questabschnitt. Normalerweise würde ich jetzt nach Kohle suchen müssen. Also, da würde ich sagen, ich soll in eine Höhle gehen und dort Kohle suchen. Das habe ich jetzt leider übersprungen, weil ich ja, ne, ihr vorhin gesehen habt, die tägliches Einlog-Belohnung. Stelle eine Taschenlampe her. Haben wir doch schon. Stimmt noch eine. Egal. Okay. Ein Werkzeugtisch wird benötigt, um die meisten Werkzeuge herzustellen. Du wirst mehr Holz brauchen, um die Bretter zu erhalten, die du für den Tisch brauchst. Komm zurück, wenn du den Tisch gemacht hast. Ja. Dann machen wir mal den Tisch für die Sorgen. So. Dauert halt nur ein bisschen. Klar. Es war gerade ein bisschen ruhig zwischen der Musik. Naja, die Musik, die ihr vorhin gehört habt, ne, das war, muss ich auch nochmal dazu sagen, das war eine Bossmusik. Das heißt, unter mir wäre ein Boss gewesen, sag ich jetzt mal. Ich kann ein bisschen mehr Holz sammeln hier. Brauchen wir schon. Siehst du, jetzt habe ich einen Diamanten, habt ihr gesehen? Ich habe einen Diamanten bekommen. Das kriegt man hier meistens, wenn man hier aberntet oder tötet zum Beispiel, Kreaturen tötet, kriegt man meistens daraus auch Diamanten. Und so kann man sich dann die Diamanten umverdienen.
Genau, das kommt. Ah, das habe ich abgebrochen. Das kommt langsam, langsam. So, dann hat er gesagt, wir sollen. Schon wieder schmeiße ich das raus. Mensch. Handwerkstisch, den packen wir hier, machen wir ein bisschen Ordnung. Genau, hier gibt es auch meistens auch Sandstürme. Wenn ich jetzt in ein anderes Biom gehen würde, gäbe es zum Beispiel, würde es dort regnen. Kohle, jetzt brauchen wir gar nicht hier. Jetzt kannst du die Waffen herstellen, um dich selbst zu schützen. Sag mal ein wenig Zubehör und komm dann zurück und zeige dir. Und zeige dir, wie es geht. Okay. Ja, wie gesagt, das Deutsch ist halt. Da fehlt. Ich hoffe, das überarbeiten die noch. Ich hoffe, aber man weiß es nicht. Ich würde auch aus der Wüste rausgehen wollen. Aber ja. Stimmt, wo ich es gerade so sehe. Bisschen hier ein paar Kokosnüsse mal mitnehmen, würde ich sagen. Ich mag Block Story, weil das zwar ähnlich ist wie Minecraft halt, aber trotzdem anders. Vor allem da hast du hier, habt ihr ja gesehen, da gibt es wirklich solche menschlichen Kreaturen, sage ich so, Mensch, gut, naja, nicht gut dargestellt, aber halt 3D-Figuren, also gute, naja, ihr wisst schon. Und ja. Nope. Haben wir eine Kokosnuss gefressen, dann haben wir das auch schon mal. So, machen wir das mal so, so. Ich will erstmal wollen aus der Wüste raus. Erstmal aus der Wüste. Ich will erstmal aus der Wüste raus gehen. Ungünstiger Punkt hier gerade. Da muss ich auch noch dazu sagen, der Zauberer kommt mit. Egal wo wir reisen, teleportiert sich quasi immer in meinen Spielerradius, sag ich jetzt mal. So dass er, wie ihr seht hier, teleportiert er sich immer zu mir quasi. Die Kreaturen sind biom-spielerabhängig, sag ich jetzt mal. Also da wo der Spieler ist, dort werden auch Kreaturen gespawnt. Also nicht, dass dann die Kreaturen auch weiter weg schon geladen werden. Das ist hier nicht der Fall, sondern die Kreaturen werden hier wirklich. Ich stehe hier und dann wird hier langsam alles nachgespawnt, dann spawnen hier auch langsam Kreaturen und so weiter und so fort. Genau, und hier ist es auch so, dass du. Wir sind ja hinten, da hinten gespawnt und, gespawnt halt. Und dort ist auch das Level 1er Gebiet, also sozusagen, also das Schwache. Und desto weiter du davon weggehst, desto höher leveliger werden die Kreaturen. So ist das hier unterteilt. Das ist ein schöner Kaktus. Wir brauchen erstmal, auf jeden Fall erstmal Stein. Auch mit der bloßen Hand, das ist auch. mit der bloßen Hand kriegst du Stein raus. Das ist klar. Wie gesagt, hier gibt es bei. Nicht wie bei Minecraft hier eine Holzspitzhacke, gibt es hier zum Beispiel nicht, sondern hier kannst du wirklich alles. Jegliche Art von Erz und so weiter wirklich mit der Hand abernten. Genau. Sammel. Ich habe die Zutaten. So. Platziere ihn auf dem Boden, indem du die rechte Maustaste betätigst und verwende ihn zum Schmieden deines Schwertes. Okay. Dann bauen wir uns mal ein Schwert hier. So. Zack. Zack. Jetzt siehst du wie ein richtiger Krieger aus. Vielleicht kannst du mir mit meinem aktuellen Dilemma helfen. Okay. Wie du vielleicht gesehen hast, wenn unser goldener Stern unter den Horizont einschlummert, kommen die gefährlichen Monster zum Vorschein. Richtig unheimlich.
Um diesem Problem entgegenzuwirken, ich nenne es Kopfboilitis, okay, kannst du Fackeln oder Kerzen verwenden, um deinen Weg zu erleuchten. Joa. Ich kann dir einige Kerzen machen, aber es dauert eine Weile. Jetzt wahrscheinlich kannst du ein neues Schwert testen und einige Spinnen töten, die in den Höhlen wohnen. Ja. Dann töten wir doch mal ein paar Spinnen hier. Töte Armkreuz, genau. Wie gesagt, anstatt die Spinnen zu heißen, heißen die hier Armkreuz. Das können wir mal mitnehmen, denn hier. Das Spinnennetzchen. Und hier kriege ich auch Quests. Aber so endlos halt. Ja, Arschchor, ja, ja. Spinni, Spinni, Spinni. Hier zum Beispiel gibt es Eisenerz und Golderz. Das wäre gut, wenn wir hier in der Höhle ein bisschen abernten, würde ich jetzt mal sagen. Und Bambi! Bambi, komm her. Lass dich doch einfach umbringen. Genau, lauf weiter in die Ecke. Dankeschön für das Fleisch. Sehr nett von dir. Ah, da oben. Habe ich, glaube ich, was gesehen. Eine böse, böse. Ach, nee. Ich dachte, ich bin verwechselt. Entschuldigung. Spinni, Spinni, Spinni. Oh, hier ist ein guter Punkt eigentlich. Obwohl, naja. Doch, sieht gut aus. Doch, sehr, gefällt mir, gefällt mir. Aber Spinnilein. Wo seid ihr? Spinni, Spinni, Spinni. Ich nenne die Spinnen Armkreuz, klingt so komisch. Armkreuz. Das haben die irgendwie aus... da hinten. Schon wie ihr seht, ist schon Level 11. Normalerweise wären die bei meinem Spawnpunkt Level 1, aber naja. Es ist wurscht. Hier geht's tiefer rein. Unheimlich. Ich klaue mir das mal, ja? Oh, Kriegergoblin Level 30. Level 130, wollte ich schon sagen. Lel. Och, musst du hier den Gang blockieren? Oh, du auch, ey. Immer nur blockieren. Ich muss erstmal nach Höhlen gucken. Nach Höhlen, sage ich schon. Nach Spinnen. Genau, hier mit diesen Spinnennetzen hier spawnen die Spinnen eigentlich. Also, spawnen, ja. Ja, das Spawn-System ist ja noch ein bisschen strange, sag ich jetzt mal. Also, das heißt, ein bisschen rumlaufen. Wenn man hier eine Spinne mal kommt, eine Spinnilein. Spinni, Spinni. Ah, dauert ein bisschen. Ich kann ja nicht einfach rumstehen. Das geht auch nicht. Es gibt, glaube ich, auch, soweit ich das noch weiß, es gibt, glaube ich, eine bestimmte Anzahl an Kreaturen, wie viele in einem Biom sein können. Glaube ich zumindest, dass so eine Begrenzung drin ist. Ein Pferd ist da unten. Ein Pferd. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Fliegen wir mal kurz hier nach oben. Das ist ein Schwein. Ein fettes Schwein. Ach, wieder eine Spinne. Siehst du? Wird hier langsam. Cool, danke schön für das Gift. Für das Gift. Ach, mein Ohr juckt. So.
Lass jucken, das Ohr. Ich kann mir immer derweil die Höhle erforschen eigentlich. Also hier gibt es einiges an Zeug hier. Das sehe ich hier schon. Hier kann man einiges abernten. Das gefällt mir auch. Ich muss aber noch überlegen später, wo ich mir eine Basis baue. Soll ich die hier bauen, in der Höhle unten, oder soll ich... Oder soll ich die lieber oben bauen? Vielleicht eine schöne Basis? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Jetzt haben wir schon 3 Spinnen. Noch 2. Jetzt ist Nord. Da ist Holz. Ja gut, aber brauche ich jetzt im Moment gerade nicht. Jetzt wird's Nacht, ja. Toll. Jetzt wird's Nacht. Mache ich wieder mein Inventar ein bisschen in Ordnung. Wie ihr seht, das Spiel wird im Hintergrund pausiert. Also wenn ich im Crafting-Menü bin oder sonstiges. Das finde ich sehr gut. Oh, ich laufe wieder. Was willst du denn? Heißt Baby kichert. Jetzt ist es, würde ich aber sagen, heißt eigentlich Deathwurm. Todeswurm oder Würmchen. Aber naja. Ah! Komm her! Meine Spinne! Danke! Schon 4, 5, 5. Ach, du bist auch die 5. Sehr schön, haben wir doch alle hier. Sehr schön, haben wir. Ein Werwolf, den will ich nicht. Nexing. Ja, wo ist denn jetzt der Zauberer? Ein Busch brauche ich nicht. Gegen die wollte ich jetzt nicht anlegen, weil die machen schon gut Obstant. Sehr gut Damage. Kann er dagegen kämpfen? Fliegen wir mal in die Wüste kurz. So. Da ist doch der Zauberer. Sehr schön. Huch. So, du hast es getötet. Hallo, Zauberer. Sind hier die Kerzen. Genau, hier ist auch noch etwas. Das war... Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, schon immer schon so gewesen. Hier sind... Danke für die Hilfe mit den Monstern. Wie versprochen, hier sind hier die Kerzen. Du kriegst aber was anderes. Nämlich eine... Ne. Siehst du. Seht ihr gleich. Was anderes. Keine Kerzen, sondern... Ne. Fürst du... Ja, genau. Es scheint, dass der Babydrache Hunger hat. Es kann Monster bekämpfen, ohne vorher gefüttert worden zu sein. Töte einige der einheimischen Tiere für Fleisch und suche nach ein paar Äpfeln. Es wäre schade, von den Drachen Honig zu bleiben. Jojojo. Wie gesagt, jetzt haben wir einen Drachen. Aber schon gleich bekommen. Das ist sozusagen die Kerzen. die schönen Kerzen hier. So. Wie wollen wir den nennen? Draco, oder? Ja, lass mal gleich Draco. Ich hol jetzt. Kann man ja später auch nochmal. Nee, glaube ich, später geht, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ob das man später nochmal ändern kann. Na doch, doch, geht. Doch, kann man ändern. Draco, nehmen wir das mal. Jo, oh, du bist so putzig. Jo. So. Was haben wir denn in Y hier? Haben wir da irgendwas. Freigeschaltet? Ne, quetscht. Bin ich blind? Naja, egal. J, lass den Track und Nahrung konsumieren. Ja, das.
Es steht halt hier noch auf Englisch da halt, aber das ist auch für mich neu, dass ich den Drache hier füttern muss. So, einmal weg. Weg damit. Einige sagen, dass der Drachenlord telepathische Verbindungen mit seinem Drachen hat. Dieses Stück Seele ist in jenen von ihnen. Es scheint, dass du und dein Drache ein gutes Team sind. Okay. Dieser Plan kann trotzdem noch funktionieren, aber es gibt viel zu tun. Ja. Du musst nicht nur in dieser Welt überleben, du musst sie beherrschen. Mit den Quellen, die du sammelst, kannst du Unterschlupf, eine Burg oder sogar eine ganze Stadt bauen. Du musst lernen, wie man bestimmte Werkzeuge herstellt, um Quellen schneller zu sammeln. Los geht's. Okay, cool. Level up aber erstmal. Sehr schön. Die Kreuzhacke, okay. Funktioniert am besten, wenn man Stein oder Minenmaterial bearbeitet. Mach eine Kreuzhacke und probier es aus. Jojo. So, Level up. Was machen wir hier? Spielgesundheit. Oh, so 160. Nochmal komplett voll. Brauche ich ein bisschen mehr Gesundheit. So, brauchen wir ein bisschen Stein. Wenn ich so eine Holzspitzhacke erstmal herstellen, damit das Graben hier, weißt du, schneller hergeht. Nein! Bleibst du hier? Soll ich wieder hochfliegen? Dann craften wir uns meine Holzspitzhacke. 1, 2. Einen Stein hatten wir noch. Pack ich mal hier hin. Ich pack ich mal weg. Knochen braucht kein Mensch hier. So, da drüben bist du. Gut, Zauberer. Jetzt, wo du einen Kreuzhacker hast, können wir es mit dem nächsten Werkzeug weitermachen. Okay. Der nächste Werkzeug ist die Axt. Axten funktionieren am besten bei Bäumen und in vielen Pflanzenleben. Stelle eine Axt her und probiere es aus. Jojo, machen wir auch noch. So, das hier. So, machen wir ein bisschen. Seht ihr, geht jetzt deutlich schneller, Gott sei Dank. So. Jetzt wollen wir ein bisschen Holz, Stein. Holz, was wie komme ich gerade wie auf Holz komme jetzt? Ach Gott, das macht mir alles verwirrt. Verwirrt mich. So. Dann stellen wir so eine Holzspitzhacke her. Genau, die packen wir auf die 3. Die Fackel aus, Mensch. Ist ein Hammer, genau. Hammer funktioniert am besten an Steinobjekten, allgemein gut bei allem. Genau, Hammer sind gegen alles. Vor allem gut, weißt du. So, 1, 2, 3, 4. Für den Hammer packe ich meinen Inventar. Brauche ich ja jetzt noch nicht. Dieser Sturm jetzt hier draußen. Ja, auch noch. Siehst du, wie ich meinte. Oha. Oh, Mist. Ich bin gestorben. Aus unerklärlichen Gründen. Gott. Verdammt, habe ich nicht gesehen. Shit. Hier sehe ich ja gar nichts. Ich sehe nichts. Wir sind da lang. Soweit ich das noch weiß. Stimmt, wir sind hier. Irgendwo raus. Ins Grüne. Ist. Kein Mana mehr. Das
Das Gute dran ist, man verliert sein Inventar nicht. Müssen wir dann später ein Bett bauen. Aber mal, das sehen wir dann. Das sehen wir dann alles. Boah. In die Schlucht beinahe reingeflogen. Alter, ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Nichts. Ach, da komm mal langsam hin. Ich will gar nicht wissen, was mich da umgebracht hat eigentlich, weil irgendwas, was mir auf jeden Fall viel Schaden zugefügt hat. Ach, sei doch ruhig. Da drüben ist ein Bär, alles klar. Ah genau, hier sind wir ja wieder. Back. Hier ist die Werkbank. Was müssen wir machen? Ein Hammer. So. Jetzt, wo wir wieder zurück sind, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Block Story. Haut rein. Tschüss.